Ich mache jetzt einen Kickflip und wenn ich den schaffe, dann kaufe ich dir was im Louis Vuitton-Laden, okay? Aber nur wenn ich ihn schaffe. Yo, peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Tag aus Mallorca. Leute, ich habe meine schönen Straßenschuhe an. Und mit denen darf ich nicht Skateboard fahren, weil die gehen direkt kaputt. Schaut euch das an. Aber meine Skateschuhe sind im Eimer. Die sind komplett durchgeschwitzt und eklig und kaputt. Ich blende euch mal ein Foto ein. No, 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 no. Eklig. Da wir aber eh mal in die Stadt wollten, hier nach Palma, ist das eine gute Möglichkeit, das jetzt zu machen, weil dann kann ich mir neue Schuhe kaufen, dann kann ich wieder skaten. Aber einen Trick will ich noch schnell machen, einen Wally. Da hinten. Stell ich mal dahin. Okay, noch ein. Okay, Leute, ab in die Stadt. Meine Schuhe gehen immer mehr kaputt. Und ey, ich liebe die Schuhe. Ich will die nicht kaputt machen, wenn ich dann damit skate. Das Taxi fährt gerade weg, was uns hierher gebracht hat. Leute, hier ist es mega schön. Gönnt euch mal das Gebäude. Are you good, bro? Mallorca, du bist ja voll krass, Alter. Und so ist. Hier sieht es auch aus, als würde man hier übel geil skaten können. Ich sehe da hinten schon einen Spot. Lass da mal ganz kurz hin. Okay, Leute, ich muss jetzt echt aufhören. Meine Schuhe gehen immer mehr kaputt. Wir kaufen jetzt neue Schuhe in der Stadt. Ich hoffe, da gibt es geile Läden. Let's go. Leute, wir waren gerade auf dem Weg zu Foodlock. Aber hier ist ein Skate-Shop und die sind nicer. Die supporte ich lieber. Deswegen gehen wir da rein und holen uns einen Schuh. Jubidu. Okay, Leute, ich stehe hier mitten auf der Treppe und ich habe ein paar geile Schuhe. Den hatte ich schon mal. Ihr seht, das ist so extra Gummi, damit man den nicht so schnell kaputt macht beim Skaten. Den finde ich auch ganz nice. Der ist von Nigel Houston. Also, krasser Skater. Ich feiere den eigentlich. Ich würde ihn gerne mal testen. Leute, ich nehme den, weil den hatte ich noch nie. Alright, Leute, ich habe neue Skate-Latschen. Ich hoffe, die sind geil. Ich teste die gleich aus. Und ich habe mir noch ein bisschen mehr gekauft, Leute. Die Gucci-Cap ist Schnee von gestern. Nein, Spaß, AJ. Ich bin immer auch froh, dass du mir die gekauft hast. Danke, Bro. Wollte gerade sagen, Digga. Es war hier gerade ein Front. Nein, Spaß, eigentlich nicht. Leute, viele wissen, dass ich übel gerne 5-Pedal-Caps trage. Deswegen habe ich mir eine von Nike SB gekauft, weil ich habe die passende Jacke dazu. Er hatte auch nicht genug Wechselgeld und da dachte ich mir, komm, kaufe ich noch ein bisschen mehr. Deswegen habe ich immer noch ein paar Socken gekauft. Auf Ehre. Support your local skate shop. Ist zwar nicht mein local skate shop, aber besser als keiner, ne? Jetzt probiere ich mal einen Trick. Okay, der Schuh ist sehr slippery. Ich hoffe, das liegt daran, dass er neu ist, aber 360 Schafet ging easy. Okay, dann gehen wir jetzt noch irgendwie chillig durch die Stadt. Vielleicht essen wir noch was, mal gucken. Yay! Oh mein Gott, Leute, wie schön ist das, Digga? Oh mein Gott, yo! Are you good, bro? Are you good? Are you good, bro? I am good, bro. This is good, bro. We are good, bro. Ist echt mega schön hier, Alter. Okay, Leute, wir sind wieder im Hotel angekommen. Wir können jetzt Treppen gehen, Bruder. In den 7. Stock, weil die Fahrstühle sind immer besetzt. Das ist so Soße, Alter. Ey, boah, Junge, das ist schon ein bisschen Saas eigentlich, ne? Richtig Saas, Alter. Mehr Saas als Soße. Leute, das Wetter ist wieder beautiful, wie auch jeden anderen Tag. Bisher war echt noch nie schlechtes Wetter hier. Und dieser Blick, Leute, abends hier zu chillen, ist einfach mega entspannt. Okay, Leute, aber darum soll es gar nicht gehen. Wir fahren jetzt in die Stadt nach Palma. Ich nehme mein Skateboard mit. Ich habe ja neue Skateschuhe, das heißt, ich kann wieder fresh skaten gehen. Let's go, erstmal in die Stadt. Und wir sind mit Skateboard in der Stadt angekommen, Leute. Hier ist auch ein schöner Brunnen. Und jetzt gehen wir erstmal ein bisschen durch die Stadt. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Let's go. So, Leute, ich werde jetzt was Riskantes machen. Ihr müsst wissen, ein Skateboard sollte nicht nass werden, weil dann ist das Gefühl nicht mehr zu gebrauchen danach. Und ich mache jetzt diesen Flip über Wasser. Wenn ich Pech habe, landet das Board im Wasser und dann muss ich mir neues holen. You ready? Let's go. Oh. Okay, jetzt 2. Okay, okay. Leute, ich kann keine 2. Oh! Alter, oh mein Gott, ey. So crazy. Okay, Leute, ich guck mal, wie lange ich auf 2 Rollen fahren kann mit dem Board und ganz vielen Menschen im Weg. Let's go. I think you only love me cause I'm popping. This a layup, this a rebound, and it's driving. Tyson with the fade, not the air, my hands rocking. When I
Leute, you have no idea. Ha, ha, ha. Leute, ich habe den Manny gemacht und dann sind da einfach Polizisten lang gelaufen. Und die haben nichts gemacht, hä? Are you good, bro? Are they good, bro? Digga, ich check's gar nicht. Das sind die Passanten schon nicht aufregen, Alter, Bruder. Leute, die Shopping-Tour hat angefangen. Ich habe mir was Praktisches gekauft. Ihr seht im Hotel, was das hier ist. Es war aber auch nicht meine Idee, ne, AJ? Ich hab eine Jacke an, Alter. Ich bin so dumm. Weißt du, in Hildesheim gehe ich nackt in den Fluss und hier laufe ich mit Jacke rum, obwohl es hier warm ist und in Hildesheim ist es kalt. Logic pur. Okay, Leute, ganz schnell. Ich bin gerade alleine, weil AJ will trinken. Ihr kennt das. Man kriegt immer Durst beim Skaten und er hatte auch Durst. Ich darf gar nicht so lange drum rumlabern, Leute. Und zwar wollte sich AJ schon immer so einen Ring kaufen. So's. Ich habe mir ja auch mal einen Ring in Barcelona gekauft und da hat er mir ja was von Gucci geschenkt. Und ich gebe ihm wieder was zurück, Leute. Heute bin ich wieder an der Reihe. You already know. Ich hoffe, er kommt jetzt hier nicht noch irgendwo gleich. Lol. Da ist auch schon der Laden, in dem wir gehen werden, wo ich ihm den Ring kaufen werde. Der kostet, glaube ich, so 300 oder 400 Euro. Es ist schon eine Menge Geld. Aber er hat damals auch 600 oder so ausgegeben für mich. Deswegen, Bro, for you. So ist das AJ. So ist. So ist. Ey, wo ist mein Getränk? Hier. Achso. You good? I'm good. So ist J. Digga, kannst du mal ein bisschen back upen oder so? Gehst du jetzt in den Louis-Vuitton-Laden? Hab ich vielleicht vor, ja. Warum? Okay. Ich komm mit. Okay. Ich auch. Hey, Jay, soll ich dir was sagen? Was? Du bist ein kleiner Sosa. Du auch. AJ, wir machen jetzt eine kleine Challenge. Eigentlich mache nur ich die. Ich mache jetzt einen Kickflip und wenn ich den schaffe, dann kaufe ich dir was im Louis Vuitton-Laden, okay? Aber nur, wenn ich ihn schaffe. Wo ist der Haken? Are you good? Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Also, ja, okay, der Haken ist, wenn du ihn nicht schaffst, aber... Okay, ich spiele ein Spielchen mal mit, ne? Lauf nicht weg von mir, Junge. Ja, Was denn? Mach! Ja, ich muss den Kickflip machen. Du brauchst... Halt doch die Kamera! Achso, sorry. Ich hab schon Zuschauer aus dem Laden. Oh nein! Was? War kein Zufall, dass ich den kann. Ich würde sagen, Soße J. Wir soßen jetzt in den Laden, ne? Ja, ich dachte, du schaffst ihn jetzt einfach so mit. Bruder, ich kauf dir jetzt was, okay? Ja, als ob! Let's go! Ja. Und wir sind wieder draußen. Wieso ist Urlaub immer so Shoppingfieber hier? Weiß auch nicht, aber direkt doppelfündig oder was? Arthur, es ist ein bisschen eskaliert, sag ich nur. Ich? Du, AJ. Hand aufs Herz. Hand aufs Herz? Arthur, was? Auf jeden. Leute, ihr werdet das Produkt, was AJ sich ausgesucht hat, gleich auf jeden Fall noch sehen. Alright, Leute, ich befinde mich hier gerade auf dem Balkon. Leute, da geht auch die Sonne unter und bevor die untergeht, gehen wir nochmal ein bisschen nach da unten irgendwo und gehen skaten, weil wir haben nochmal Bock auf Skaten und bevor es dunkel ist, ihr wisst Bescheid. Oh, und jetzt habt ihr gesehen, was wir gekauft haben. Oh no, es gibt gleich, beziehungsweise später nochmal ein richtiges Unboxing für euch. Aber erst muss skaten gehen, ne? So, es muss los, los. Ich muss so's. Wieder angebrochen, Leute. Ich war ja gestern noch skaten und ihr wollt ja wahrscheinlich noch sehen, was wir gekauft haben und ihr seht es auch schon, Leute. Es ist ein Ring. AJ hat auch denselben Ring an seinem Finger. You good, bro? I'm good, bro. Ich krieg den aber nicht mehr ab irgendwie. I'm good, bro. Ja, auf jeden Fall. AJ und ich, so viel chillen, haben wir uns jetzt einen Ring geholt. Der matcht. Ne, ansonsten habe ich mir nur so eine normale Brille gekauft zum Autofahren, weil die kann man so hochklappen und hat dann eine Sonnenbrille. So, weil, ja, beim Autofahren mich die Sonne so hart ab und war eine gute Möglichkeit, hier einfach mal irgendwie so eine random Brille zu kaufen. Ja, war ein nicer Einkauf, Leute. Der nächste Tag ist angebrochen. Ihr seht dann auf meinem Kanal, wie es die nächsten Tage weitergeht und auch heute weitergeht. Lasst ein Abo da, haut auf den Abonnieren-Button, wenn euch das Ganze gefällt und unterhalten hat. Begleitet mich auf meiner Reise und natürlich den lieben AJ auch, solange er noch Kameramann ist. Vielen. Folgt mir, wenn es gleich erst da ist. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und Peace.